Wow! Was ist denn das du bist aber schick geworden. Grüß dich. Ach, Olaf. Hallo. Das ist toll. Hi. Bist du alleine? Wo sind die anderen? Oben. Und gewachsen bist du wieder. Hm? Sie sieht doch schlecht. Oh. Ich habe noch gar nichts gelesen, weil ich noch voll Zeit habe. Aber ich mache in der Ruhe. Hast du schon der Lena? Hallo. Alles in der Ruhe. Brauchst du das nicht? Hallo, Janik. Uiuiui, das sieht so. Ja, nicht so was mal. Wer hat da das Ding? Guck mal, das ist mein Bestechungsgeld. Oh, ja, das habe ich vom Wolf gelernt in Mexiko, weißt du, da muss man immer so was machen. Gut, komm, komm. Oh, Uli. Janik, komm mal her. Guck mal, was der Uli hat. Jana, sei mal gegrüßt, du Liebe. Lena, Mensch, das ist aber schick. Da kann ich gar nicht mithalten bei, mit euch. Ja, nicht, ich werde mich aber bemühen, dafür heute Abend mitzuhalten. Was? Nee, also so kann es nicht mehr gehen. Also ja. Peter, alles ist richtig. Hat der sieht ja scheißlich aus als Peter. Guck mal, jetzt sagst du Uli, Uli, wir danken dir. Ja, so muss es sein. Wenn ich es meine, dann kann ich auch gerne auch sein. Ich bin zu dritt hier, aber ganz tolle Filme. Ne? Sag mal, ist sie jetzt eigentlich im Radio gekommen? Das weiß ich gar nicht. Also, ich kann jetzt nicht, ich muss viel. Ist R4 oder wo? Ja? Badenfunk. Wie hieß es da? Wir gratulieren? Oder? Ich hab's nicht gehört. Der Wolfi hat mir gestern ein E-Mail geschickt, wo drauf steht eine Adresse, wo ich alle 2 Minuten eine Aufnahme vom Provokate finde. Das ist also das Bild in Popokalipedel und da ist eine Live-Kamera auf dem Popokalipedel. Alle 2 Minuten hast du ein neues Bild. Und dann bin ich drauf, dann haben sie mir keinen Zutritt gegeben, weil du musst vorher 50 oder 60 Dollar zahlen. Und dann habe ich gedacht, hey, Leute, da reicht mir die Animation. Ja, wer kommt denn da? Meine Christian. Ich habe die Ehre und das Vergnügen. Ja, ihr Lieben. Ich komme immer noch nicht auf dein Dings. Was kriegst du? Auf deine Homepage. Was kriegst du, Lena? Die kommt nicht. Wo gibst du es ein? Auf der Suchmaschine? Nein, bei Eingabe. Du musst bei Datei Seite öffnen und dann eingeben. Du, alle anderen Sachen kriege ich auch, wenn ich auch klicke. Wenn du aber Sauerei Holland, dann kommt es auch. Ja, natürlich, das ist ja Suchmaschine. Du hast doch bei mir eine URL. Ja, das heißt, wenn du www.s-und-so-weiter eingibst, dann kann er das nicht über Suchmaschine machen. Da kommt nichts, sondern dann muss er das machen über deine Datei öffnen. Mal. Das ist ja unten, dass du... Ah, dann mache ich seit Monaten... Wie geht's Berliner? Wie sagt man, die Berliner Schnauze, gell? Das ist nicht vergessen. Ich habe für Michaela Arbeit. Und dann wäre es mir recht, wenn du es mitnehmen willst. Ja, mache ich. Danke. Du bist aber schier, sag mal. Ich war. Ja, denke ich, also, dann nimmst du es mit für den Heiligabend. Ja, ich habe dich gar nicht verstanden. Also, was du meinst. Egal. Und dann kommst du in den Heiligabend. Und dann kommst du in den Heiligabend. Hier in 2. Und ich weiß ja so, die Hat er bloß mal hingekriegt. Die Linse sehen das, aber sie wird nicht, sie geht nicht auf. Ich habe mal probiert. Ich bin 15, 12, 13 oder 14 Jahre alt. Ja, hallo, grüß dich, Heidi. Guten Tag. Ach, guten Tag.
haben schon ganz lange nicht mehr gesehen. Ich habe hab den Herrschaft in Familie, also aber wir waren nicht richtig. Wisst wieder das, wie ist, ja, also, ja. Also ich hätte sie gleich wieder erkannt. Weißt, ja. Weißt du, mein Karl so sagt, oh komm, okay, fort. Jetzt, sagt der Partner zu dem Schwab. Gut. Und jetzt hat sie es, gell? Paula! Es ist lange Zeit ausgesogen worden und ausgepresst. Ja, ja. Aber diese Zeiten sind vorbei. Oder sind auf der STW-Homepage www.stw-stückchen rein. Ja, guck mich an. War früher schon, oder? Und selbst heute Morgen saß da über eine Frau. Und ich sehe mir wieder zusammen, der Andi und die. Nicht? Man hatte mal eine schwache Stunde. Es gibt im Leben, hat jeder mal einen schwachen Tag. Wenn wir dir sagen, will, kommt sie daher und sitzt noch und sagt, weißt du, im Leben hat jeder einmal eine schwache Stunde. Aber da war sie noch nicht verheiratet. Der Schlüssel her. Ja, ja. Sie hatte ein ruhiges Kind gehabt. Oh Jesus, das war schon anders. Ja, und er war alle beide. Ach, das ist schon anders. Oh! Das ist ja Brandland. Sag mal. Ja, aber das ist, ist eigentlich eine Tragik im Oswald. Was ist denn das? Das ist ja Brandland. Ach, da kann man sich gleich sehen. Das ist die gleich. Ja, kannst du auch mal telefonieren, wenn du siehst. Ja, kennst du heute? Ja. Ja. Ah, ich glaube, ja. Oder bis jünger. Aber zu mir ist er nicht schon gegangen. Also die Mist, die Mist. Da holt er sich so alt wie ich. Genau, Reinhold ist so alt wie ich. Ich habe mich mit ansehen, wie meine Schwester von diesen bösartigen Kindern geärgert wird. Es sind auch hört auf, sonst geht's ab nach oben. Tu es. Das reimt sich gut. Ich kenne kein Wort, das sich reimt auf Colonel Dolly. Es sei denn ein flotter Tommy. Ich muss sagen, es ist wirklich schwer, ein Privatleben in dieser Familie zu haben. Nun ist Halloween vorbei und wir sind ja älter. Wohnt hier die Familie Smith? Hallo Papa, wir haben die Straßenbahn angehalten. Ich habe einen Zahn verloren. Esther hat schon einen Hut gebissen, meine Lippe ist genäht worden und ich habe nicht geweint. Was ist Emma? Halb so schlimm, Nonny. Tutti hat sich nur die Lippe verletzt. Sie ist ja ein tapferes Mädchen. Emma? Süßes für Süße.
Louis Henry, Lonely, was für eine Hörer. Ja, das ist ein kleiner Jungs. Das ist ein Computer, genau. Er scheint erst, dass ich das machen darf. Mit Tablet und so weiter. Du sind so viele Kinder da. Und gibst du den Blumenstrauß? Nicht? Also heilig. Ich werde nicht. Ich glaube, was das mehr ist. Ja, jetzt habe ich ihn doch, Fanny. Habe ich doch den Blumenstrauß, siehst du? Jetzt haben wir die ganze Zeit geübt. Ja, Hallo und willkommen zur Dienstagsausgabe. Und wir marschieren auch gleich los in dieser Sendung. Und zwar in die Höhlenstraße nach Vaihingen an der Enns. Da wohnt nämlich Bernhard Merz und er feiert heute seinen 70. Geburtstag. Ich glaube, das ist warm, Jude. Und dann kommt der Exor. Bauer sowie Leo und Rosa Bauer, die als Nachbarn grüßen. Und sie haben sich von Heino die Einstraße gewünscht. Weißt du, was die Höhenstraße zeigt? Everding oder so. Nicht Everding, Inzing oder Hammer oder so. Ich hatte sie gewünscht. Du, ich hörst nämlich selten singen. Ich hörst bloß Musik. Ohne, aber durch das der Beino. Guck mal, die vier Gabel symbolisiert. Ja, Jetzt feiert nämlich heute noch jemand am 70. Geburtstag. Es handelt sich dabei um Ruth Burkhardt. Es gratulieren und wünschen alles Gute sowie Gesundheit, Glück und Wohlergehen. Ihr Ehemann Fritz, ihre Söhne Michael mit Ehefrau Vera. Sowie Ulrich mit Ehefrau Heidi, Joachim mit Sonja, Hans-Peter mit Susan und 8 Enkelkinder, die gratulieren natürlich auch noch. Ebenfalls ihre beiden Schwestern Lore und Christa mit den Ehemännern Gerhard aus Pforzheim. Das ist von Frieda. Jetzt kommt es, das ist ja toll. Und was hast du gewünscht? Ja, war. Jetzt holen. Ja, genau. Aber Hallo,
Das ist, hat man da auch mal gesungen, aber da. Geburtstag feiern. Ja, ich habe ganz viele Geburtstage feiern. Ich feiere mich heute erst seit 40 Jahren. Alte Rache. Alte Rache. Das ist ruhig durch. Das hat sich so viel. Das ist der Vorteil, wenn man weit und breit niemanden hat, ja. Aber blöd ist schon trotzdem, weil in letzter Zeit will sie gar nichts mehr. Die will sich nicht entwickeln lassen, das andere will sie auch nicht. Da ist nichts. Hast du eigentlich was Besonderes immer so beim Verheiraten, Sonja? Silber, Melon, Was? Die Abstimmung ist jetzt nur, wie auf die im Einsatz sind, sie zuerst in der Runde. Wie das die neue Bescheidung ist, dass sie jeden Tag noch falscher als die Posaune kommt, die kein Bild nicht. Hawaii-Toast und so neumodisch gewesen. Da war aber nur zufrieden mit Bibeleskäse. Mein Opa, dem hat noch da Bierenwurst geschmeckt. Der wusste nichts von Martinienpilsner. Mein Schein noch die drei Viertel gemacht. An das hat meine Oma am Traum nicht gedacht. Meine Oma hat damals noch tolles Warmhaus und kam ohne Dreh und Schaumgummi aus. Sie hat morgens eine Schüssel voll Sauerkraut gegessen. Und da ist sie gelogen und gleich drauf hat es gekracht. Komm, Vater, du hast geschlägt, den Willi. Und ganz auch damals im Jahr nur zwei Kinder. Hat sie den Knischkass mitgemacht. An sowas hat meine Oma an Frau nie gedacht. Ein Rasenmäher hat früher nie getestet. Da hat man ein Geist gehabt.
Und das Problem war, gläst, wenn die Oma geschwätzt hat, ging alles von Hand. So, ganz zufrieden. An Camping und Zelte hat sie nie teilgenommen. Die Reima, das hat sie von selber bekommen. Sie war nie auf Hawaii oder Sizilien. Sie ging in Verderbe und groß und durch ihre Nähe. Sie hat sich nie auf Mallorca ihren Baum verbringt. Aber unseren Wald raus, den hat sie Kinder. Aber Kreisfahrt mit dem Traufschiff hat sie nicht mehr. Hat bloß noch im Ausland gemacht. Das hat meine Oma an Traum nicht gedacht. Ich bin jetzt am Schluss doch hier rein, bis ich schlafe. Könnt noch viel erzählen, wie es bei damals bei der Oma war. Sie kannte damals nur keine Elektronik. Sie hatte zum Ding mit die eigenen Ausgut.